Moin moin und herzlich willkommen zum Video, in dem ich euch die Bücher vorstellen möchte, die ich am besten bewertet habe im Jahr 2021, also meine Jahreshighlights. Ich hatte im Vorfeld ganz viel Spaß bei der Vorbereitung für dieses Video, denn ich habe alle meine gelesenen Bücher im Jahr 2021 durchgeschaut und geguckt, ob das ein Highlight war, ob da besondere Bücher dabei waren. Und ich fand es besonders auch spannend, dass ich einige Bücher als Highlight rausgesucht habe, die ich gar nicht so hoch bewertet habe oder vielleicht auch einiges an Kritik hatte, aber jetzt im Nachhinein immer noch so davon geprägt bin und immer noch so viel im Gedächtnis habe und noch so viel Wirkung dieses Buch auf mich hatte, dass ich es gerne hier drin vorstellen möchte. Ich habe mich jetzt auf die Top 10 fokussiert, das heißt, es mussten ein paar runterfliegen, also es waren auch noch andere Bücher dabei, die ich gerne gelesen habe, aber ich wollte mich auf 10 wirklich reduzieren. Das ist nämlich genug, da werde ich jetzt lange genug drüber quatschen. Das wird bestimmt eine Stunde sein, die ich hier sitzen werde und mit euch drüber quatsche. Ich freue mich aber sehr darüber, weil diese Videos sind immer mit am beliebtesten und ich drehe sie auch sehr, sehr gerne, denn man schwärmt ja nur von Büchern, die man einfach liebt und die man hier neu entdeckt hat. Und das ist ja natürlich für beide Seiten sehr, sehr schön. So, ich habe mir jetzt einen Stapel hier links angehäuft und normalerweise ranke ich diese Bücher ja immer und das mache ich einfach gerne, weil ich das immer sehr spannend finde und weil man dann einfach zum allerbesten Buch aufwärts geht und es immer wieder besser wird im Video. Aber diesmal ist es mir so schwer gefallen, dass ich das Ranking aufgegeben habe, weil ich saß davor und es hat einfach nicht funktioniert, weil die Bücher so unterschiedlich sind, dass sie nicht zu vergleichen sind miteinander. Mir war nur klar, welches Buch auf dem ersten Platz ist und welches Buch auf dem zweiten Platz ist. Und das werde ich jetzt auch so handhaben. Das beste Buch werde ich euch trotzdem zum Schluss mitteilen und vorstellen. Aber ich habe mir jetzt eine andere Vorgehensweise überlegt. Ich greife jetzt einfach immer links auf den Stapel und nehme ein Buch, aber ich mache einfach eine Preisverleihung daraus, weil jedes Buch für sich irgendwie was Besonderes hat, verleihe ich diesem Buch dann jeweils immer bestimmte Preise für die besten Aspekte, die es in diesem Jahr gegeben hat. Also zum Beispiel das beste Setting und so weiter und so fort. Und ja, ihr werdet dann ja sehen, welche Preise dort vergeben werden. Und ja, das mache ich jetzt einfach mal ganz spontan, habe ich jetzt diese Vorgehensweise geändert. Ich hatte noch andere Highlights in diesem Jahr und das waren auch ganz, ganz tolle Bücher. Die habe ich jetzt ausgelagert, die habe ich euch bereits abgedreht und vorgestellt in dem Video die besten Fortsetzungen 2021, die ich dort gelesen habe. Werde ich euch in der Infobox verlinken, weil die gehören halt genauso dazu wie diese Bücher, die ich euch jetzt vorstelle. Aber ich dachte, als rein Fortsetzung werde ich sie ein bisschen outsourcen, damit ich auch ein bisschen die Anzahl reduzieren kann. Die gehören aber genauso mit zu meinen Highlights wie jetzt auch diese, die ich euch jetzt vorstellen werde. So, und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich greife einfach links auf den Stapel und hole hervor Piranesi von Susanna Clarke. Das ist das erste Buch, das ich von ihr gelesen habe. Also Jonathan Strange und Mr. Norrell, was von ihr so am bekanntesten ist, habe ich nicht gelesen. Geht ja auch aber auch in eine ganz andere Richtung. Spielt ja so im viktorianischen England und handelt von zwei Zauberern. Ist auch sehr, sehr dick und sehr, sehr episch breit geschrieben, politisch. Und dieses Buch geht in eine ganz andere Richtung. Ich würde hier den Preis des besten Settings und den Preis des speziellsten Buches verleihen. Denn es ist wirklich sehr besonders und man kann es auch einfach nicht vergleichen. Ja, und das Setting macht eben auch einen Teil davon aus. Wir treffen hier auf Piranesi, das ist unser Protagonist, und der lebt in einem Gebäude. Das Gebäude ist riesig. Es erstrecken sich ganz viele Säle aneinander und es gibt drei Stockwerke. Das Erdgeschoss, das Untergeschoss und das Obergeschoss. Im Untergeschoss herrscht das Meer, die Flut. Und es hat auch immer ganz viel mit Gezeiten zu tun. Er muss wissen, wann die Flut kommt, weil manchmal dringt das Meer auch in das Erdgeschoss hinein und er darf sich dann in gewissen Sälen nicht aufhalten. Oder er hält sich extra dort auf, weil er beobachten möchte, wie die Flut
hervorkommt. In diesen Seelen gibt es ganz viele Säulen und auch ganz viele Statuen, die verschiedenste Sachen abbilden, ob das nun die verschiedensten Menschen sind oder auch Tiere und Gegenstände. Und er sieht sich als Forscher, er möchte diese Welt, denn für ihn ist dieses Gebäude die Welt, erforschen. Und das macht er auch zusammen mit dem anderen, denn es gibt eine einzige Person, die er immer wieder begegnet und die ja eine lebende Persönlichkeit in seiner Umgebung ist. Und mit ihm trifft er sich, glaube ich, ungefähr immer einmal die Woche, und dann forschen sie, wollen sie mehr wissen über diese Welt, denn der andere glaubt, dass da noch irgendwas hinter ist, ein großes Wissen, was die Welt voranbringen könnte. Piranesi schreibt hier Tagebuch, und dieses Tagebuch lesen wir hier, und so erfahren wir eben seine Geschichte. Irgendwann trifft er aber noch eine dritte Person, und der prophezeit ihm, dass der andere nicht ganz ehrlich mit ihm ist und ihn einiges verschweigt und dass es bald eventuell noch andere Personen kommen werden. Er weiß, dass es auch noch andere Personen gegeben hat in diesem Gebäude, denn es gibt an verschiedenen Orten auch Skelette, die er immer wieder aufsucht und ihnen Opfergaben darbringt, und er versucht auch mehr über sie herauszufinden. Er merkt aber dann, als er so ein bisschen zweifelt, was den anderen angeht und was seine Welt angeht, dass er einige Wissenslücken hat. Er geht nämlich seine Tagebücher durch, die er alle sehr akribisch aufgezeichnet hat und natürlich auch dokumentiert und bei sich behält. Und er blättert in alten Tagebüchern und merkt, dass er sich da gar nicht dran erinnern kann, und vor allem, dass er da auch Sachen geschrieben hat, die er gar nicht versteht. Also nicht nur, dass er sich da nicht dran erinnern kann, sondern es gibt da Worte, dessen Sinn er gar nicht begreifen kann. Und so denkt er erst, dass es irgendwie ein Fake ist, dass das gar nicht er selbst war, aber er kennt seine eigene Handschrift, und da versucht er natürlich zu erforschen, was dahinter steckt. Ja. Mehr möchte ich nicht verraten, weil das Ganze natürlich darauf aufbaut, was eigentlich dahinter steckt und wer Piranesi ist, wie er dorthin gelangt ist und was das für ein Ort ist und wer der andere ist und wer dieser Prophet ist, der ihm erschienen ist. Und da gibt es auch noch jemanden, der dort eindringt und eben sehr gefährlich sein soll. Ja, und das alles ist sehr, sehr mysteriös, und ich finde aber das Setting, das so ja, altertümlich halt eben wirkt, aber auch einen noch so ein bisschen ehrfürchtig macht wegen dieser großen Seele, diesen ganzen Statuen, die er dort sieht, und eben auch die ja, Naturgewalten, die dort vorherrschen, die er eben auch sehr gut erforscht hat. Er lebt da eben ein sehr einfaches und simples Leben. Er ist ein sehr wissbegieriger Mensch, aber auch sehr naiv, gutgläubig, aber nicht doof, und deswegen versucht er immer mehr herauszufinden. Er ist mir sehr nah gewesen. Durch die Tagebucheinträge ist man eben sehr nah an der Person. Ich hatte aber durchaus auch so ein paar Kritikpunkte. Ich wollte gerne ein bisschen mehr über die Welt wissen. Das ist mir ein bisschen zu kurz gekommen, aber insgesamt eben ein extrem tolles Setting und ein sehr besonderes Buch, weil ich einfach nicht sagen kann, ob es irgendwas Vergleichbares gibt, oder ich wüsste auch gar nicht, in welche Sparte ich es überhaupt stecken wollen würde. Die Sprache hatte ich hier ganz anders erwartet. Ich dachte, es wäre was Poetisches, philosophisch vielleicht sogar. Es ist aber eine sehr einfache Sprache tatsächlich. Und trotzdem ist die Thematik natürlich etwas, ja, worüber man doch länger nachdenken kann. Ja, das war das erste Buch, das erste Jahreshighlight, was ich euch zeigen wollte. Und da ist mir eben noch eingefallen, dass ich euch sagen wollte, diese Bücher sind nicht alles 5-Sterne-Bücher. Ich bin ja sowieso sehr kritisch und habe sehr selten 5-Sterne-Bücher. Eigentlich nie, weil ich doch immer kleine Kritikpunkte habe, und ein 5-Sterne-Buch heißt eben, es ist perfekt. Und ich bin doch sehr kritisch. Also das sind eigentlich hauptsächlich alles mindestens 4-Sterne-Bücher. Und mit Tendenz nach oben. Trotzdem habe ich immer so meine Kritikpunkte, also wundert euch nicht, wenn ich trotzdem immer so ein paar
Sachen erwähne, die mir vielleicht nicht so gut gefallen haben oder die ich gerne noch ergänzt hätte in diesem Buch. Das bedeutet aber, weil ich eben sehr hohe Erwartungen habe, immer an Bücher nicht, dass die Bücher schlecht sind, sondern einfach, meistens ist es sogar ein gutes Zeichen, wenn ich irgendwie noch gerne noch mehr wissen möchte, wenn mir das nicht genug war, dann bedeutet es, dass das Buch mir aber so gut gefallen hat, dass ich da sehr, sehr wissbegierig war und einfach noch mehr hineinflutschen wollte zwischen die Seiten und ich da einfach eine Leidenschaft für entwickelt habe beim Lesen und deswegen so ja eine Sucht nach mehr hatte. Das nächste Jahreshighlight ist Kinder des Nebels, die Nebelgeborenen, Band 1 von Brandon Sanderson. Und wenig überraschend verleihe ich diesem Buch den Preis des besten Magiesystems. Ja, Brandon Sanderson gilt ja in der Fantasy-Literatur auch als der Meister des Magiesystems, dass er sich da immer sehr viele Gedanken macht und ein ausgeklügeltes Magiesystem entwirft. Also wie funktioniert diese Magie? Und das habe ich ja schon bei einem Jugendbuch von ihm gemerkt und dieses übertrifft das Ganze aber noch und ich habe ja auch noch längst nicht alles davon erfahren, weil ich bisher nur Band 1 gelesen habe und da ja noch einige folgen werden. Hier treffen wir auf zwei Protagonisten, die ich sehr gerne begleitet habe, denn ich finde, das ist die zweite Stärke dieses Buches. Die Charaktere sind unglaublich gut ausgefeilt, man kommt ihnen sehr nahe und jeder hat irgendwie so seine Besonderheiten und wie die Charaktere auch untereinander mit umgehen, fand ich sehr, sehr schön gemacht. Also sehr wirklich mit Liebe zum Detail ausgefeilte Charaktere. Das sind diese beiden Stärken, die das Buch hat. Wir bewegen uns hier in einer Welt, die wirklich sehr trüb und grau ist. Und wir haben es immer mit sehr viel Nebel zu tun, mit wenig Farben, mit wenig Natur. Und außerdem herrscht hier ein Tyrann und es gibt ein großes Volk, die versklavt werden und kaum Rechte haben. Und es wird sich hier eben eine Gruppe zusammenfinden, die sich in den Kopf gesetzt haben, dass sie den Tyrannen stürzen wollen mit einer Rebellion. Und das wollen sie planen und durchziehen, obwohl das eigentlich eine ausweglose Situation ist und auch das sehr, sehr ambitionierte Ziele sind, die sie dort haben. Aber der Anführer Kelsier, einer unserer Protagonisten, der ist einfach sehr überzeugt von seinem Plan und auch von seinen Mitstreitern und ist sehr optimistisch. Er ist sehr extrovertiert, er geht auf Leute zu, er ist sehr offenherzig. Und hat natürlich auch so seine eigenen Probleme, die hat er aber sehr, sehr gut unter Verschluss und strahlt einen sehr, sehr großen Optimismus aus. Und das greift natürlich auch um sich auf die anderen ja, Mitglieder dieser Gruppe. Und dann haben wir noch Vin. Das ist ein junges Mädchen, die in einer Diebesbande aufgewachsen ist. Und eigentlich war ihr Bruder auch immer bei ihr, aber der hat ihr immer eingeschärft: Du darfst niemandem vertrauen. Jeder ist eigentlich nur auf sich selbst fokussiert und wird dich verraten. Und so hat er es auch gemacht. Er hat sie verraten, er hat sie verlassen, sodass sie irgendwann alleine auf sich gestellt war in dieser Diebesbande. Zum Glück hatte sie immer noch eine kleine Gabe, die sie eben ihr kleines Glück genannt hat. Denn sie konnte gewisse Menschen beeinflussen in ihrer Meinung, in das, was sie sagen. Und der ja, Bandenführer, der hat das halt mitbekommen und nutzt das natürlich sehr, sehr gerne aus, sodass sie doch relativ wertvoll ist und deswegen ja doch so ein bisschen ganz gut über die Runden kommt. Aber sie ist natürlich sehr einsam und auch wirklich sehr skeptisch und möchte niemandem vertrauen. Kelsier wird auf sie aufmerksam und sagt ihr, dass sie eine Nebelgeborene ist, dass sie also auch noch viel mehr anstellen kann mit ihrer Gabe. Und die Magie, die in diesem Buch hier eine Rolle spielt, basiert eben auf Metallen. Metallen, die man schlucken kann und Metalle, die man eben umwandeln kann in Energie. Und verschiedene Metalle haben auch oder ja, haben verschiedene Fähigkeiten, die eben im Körper ausgelöst werden und die dann genutzt werden können. Es gibt Menschen, die überhaupt keine Magie weben können. Es gibt Menschen, die können nur bestimmte Metalle verbrennen und sie nutzen. Es gibt aber auch welche, die können alle Metalle nutzen. Und Kelsier und Vin sind eben so welche. Ja, und ich fand es eben grandios, wie unterschiedlich unsere Protagonisten hier sind. Eben der offenherzige, laute, sehr optimistische
lustige Kelsiere. Und dann eben unsere junge Vin, die sehr skeptisch ist, niemanden vertrauen mag, sehr still, sehr in sich gekehrt und natürlich trotzdem sehr wissbegierig, was eben diese Magie angeht. Und so langsam werden sie zu einer Gruppe und wir kommen eben mit, wie sie den Sturz des Tyrannen planen, und da gehört natürlich vieles dazu. Ich fand, dass die Mitte des Buches leider so ein bisschen sich gezogen hat und auch nicht so viel Interessantes zu geben hatte. Vin war eben dafür da, sie sollte sich so ein bisschen in den Adel hineinschleichen und sich als eine andere ausgeben, um so ein bisschen Wissen zu bekommen aus den höher gestellteren Familien und sich da irgendwie einschleusen und immer wieder an Bällen teilnehmen muss und so weiter. Und das hat sich irgendwann wiederholt und war auch so ein bisschen abgenutzt. Und ich fand eben auch, dass die Welt und auch, dass der Ort nicht so viel zu geben hatte. Das hatte mich nicht so interessiert. Und auch so Diebesbanden und Rebellion und sowas, das sind nicht unbedingt Themen, die mich jetzt total faszinieren und total irgendwie gefangen nehmen, und deswegen hatte ich so ein paar Stellen, die sich so gezogen haben. Zum Ende hin, also die letzten 200 Seiten, die waren dann aber wieder so rasant, grandios, mit vielen Wendungen gespickt, dass ich es dann wieder genossen habe. Und ja, ich habe euch ja schon in meinen in meinen Vorsätzen erzählt, dass ich diese Reihe auf jeden Fall weiterführen möchte und beenden möchte im Jahr 2022, denn ich will wissen, wie es weitergeht mit Vin, und freue mich auch, viele andere Charaktere wiederzutreffen, die ich hier liebgewonnen habe. Das Schneemädchen von Eowyn Ivy erhält von mir den Preis für das atmosphärischste und auch märchenhafteste Buch im Jahr 2021, was ich gelesen habe. Mit einer Ausnahme, die ist auf jeden Fall in den Reihenfortsetzungen zu finden. Aber hier hat mir einfach diese verschneite, eisige Atmosphäre unglaublich gut gefallen. Ich habe das Buch Anfang des Jahres gelesen und ich habe es immer noch in so guter Erinnerung. Mir blitzen immer noch die Szenen auf, wenn ich dieses Buch in den Händen halte. Ich habe das Buch in einer Leserunde gelesen und das hat einfach ganz, ganz viel Spaß gemacht. Wir treffen hier auf ein Ehepärchen, die einen ganz großen Kinderwunsch haben. Der wurde ihnen aber bisher nicht gewährt. Die Frau hatte eine Totgeburt und sie ist seitdem unglaublich traumatisiert und auch sehr depressiv. Sie kann auch die ganzen Nachfragen, diese ganzen Menschen um sie herum nicht mehr ertragen. Und so haben sie beschlossen, dass sie einen Neuanfang wagen wollen, und zwar in Alaska. Und sie haben sich das allerdings vielleicht ein bisschen einfacher vorgestellt, denn es ist schon sehr, sehr hart in Alaska und es ist sehr einsam. Und in dieser Einsamkeit merken sie erst, was für Probleme eigentlich alles auf sie zukommen, aber auch, was für Probleme in ihrer Ehe mittlerweile entstanden sind. Also wirklich Kommunikationsprobleme, aber sie können sich auch nicht so richtig austauschen. Jeder ist so steckt in seiner eigenen Welt, mag den anderen nicht belasten und ist deswegen stumm und hat vielleicht auch verschiedene unterschiedliche Erwartungen, was der andere denkt und was der andere möchte. Aber da sie nicht miteinander reden, ja, können sie es halt nicht erfahren. Und das wird umso deutlicher in dieser Einsamkeit. Und der Mann stürzt sich in die Arbeit, er muss auf dem Feld ackern, er muss vieles bauen, er muss sich um Nahrung kümmern. Und die Frau kümmert sich eben um den Haushalt. Es spielt in den 20er Jahren, das muss ich auf jeden Fall auch noch dazu sagen. Und in der Zeit gibt es natürlich auch noch keine Ärzte bzw. Therapien, die einen dann begleiten nach einer Fehlgeburt oder nach einer Totgeburt. Und so ist sie natürlich sehr traumatisiert und depressiv. Und es macht es auch nicht besser, dass sie so im Haus eingesperrt ist. Sie möchte gerne raus, sie möchte gerne helfen, aber das verneint ihr Mann immer, der ihr natürlich alles abnehmen möchte. Er arbeitet sich aber fast zu Tode, weil er es einfach alleine nicht schafft. Ja, und so leben sie nebeneinander so ein bisschen her. Man merkt aber trotzdem, dass sie sich lieben immer noch. Und eines Abends oder eines Tages haben sie einen wunderschönen Tag zusammen, wo der erste Schnee fällt und sie auch wirklich verspielt im Schnee sich
Schneebälle hin und her werfen und dann auch einen Schneemann bauen. Und daraus wird dann irgendwann ein Schneemädchen. Sie wickeln einen Schal drum und sie ziehen ihr, ich glaube, sogar noch Handschuhe an und ja, sind so verzaubert von diesem Abend und kommen sich dann auch wieder so ein bisschen näher. Ja, und da merkt eben auch der Leser, dass da auf jeden Fall noch Zuneigung und Liebe da ist. Am nächsten Tag merken sie aber, dass das Schneemädchen verschwunden ist und sie sehen immer wieder ein Mädchen durch die Wälder laufen und auch einen Fuchs. Und immer wieder kommt es zu seltsamen Begegnungen mit diesen Mädchen. Und dieses Mädchen wollen sie natürlich ausfindig machen, um zu schauen, ob sie ihr helfen können oder wohin sie eigentlich gehört. Also das ist alles so ein bisschen rätselhaft und gleichzeitig wirkt es auch märchenhaft und passieren immer seltsame Dinge, wenn dieses Mädchen in der Nähe ist. Und ja, das erinnert auch alles so ein bisschen an das russische Märchen Snegurochka, was auch unsere Protagonistin immer an ihre Vergangenheit, an ihre Kindheit denken lässt, denn sie hatte damals immer so ein Buch, ein Märchenbuch, wo dieses Märchen eben auch beschrieben worden ist. Und sie weiß nicht so richtig, was sie denken soll. Ist es Realität? Ist es ein Traum? Ist es ein Märchen? Aber irgendwie hat dieses Mädchen ihre Lebensgeister neu entfacht und sie möchte viel mehr am Leben teilnehmen und deswegen ist das für sie schon irgendwas Positives. Ja, und auch der Leser muss natürlich hier entscheiden, ob das hier Realität ist oder ob das hier was Märchenhaftes, Fantastisches hat. Und so wie im Inhalt dieser Zwiespalt zwischen Realität und Fantastischem herrscht, herrscht auch in der Sprache dieses Hin und Her. Denn wir haben zum Teil hier eben eine sehr, sehr klare, brutale Sprache, wie eben auch diese raue Natur beschrieben wird, aber auch wenn Tiere ausgenommen werden oder gejagt werden. Es wird sehr detailliert beschrieben, es ist eben sehr hart und sehr krass, aber eben auch sehr real. Und gleichzeitig hat diese Sprache wirklich was Märchenhaftes, Poetisches, wo man sich Zeilen anstreichen möchte und die man gerne laut lesen möchte. Ach, es war wirklich sehr, sehr schön manchmal. Was ich so ein bisschen bemängelt habe, ich wollte sehr gerne ein bisschen mehr Klarheit haben am Ende. Das Ende war ein bisschen offen. Auch hier wieder lag es dann nachher am Leser, wie man es gerne interpretieren möchte, ob man es gerne real oder fantastisch interpretieren möchte. Das macht natürlich auch ein bisschen dieses Buch aus und es passte auch irgendwie zu diesem Buch. Aber ich mag das immer nicht so gerne, diese offenen Enden. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr gewusst. Auch hier ist es aber eigentlich ein gutes Zeichen, dass ich das wissen wollte, weil ich einfach so sehr von diesen Märchen und ja, von diesem Ehepaar auch eingenommen war. Und auch das Mädchen lernen wir immer mehr kennen und es gehört nachher irgendwie mit zur Familie. Wir haben halt eine ganz, ganz lange Zeit an Jahren, die wir eben diese Familie begleiten, dieses Ehepärchen. Und ja, immer wieder gibt es dort Situationen und eben auch Argumente für die Realität oder für das Fantastische. Ja, und da muss man am Ende selbst entscheiden. Und ja, da wusste ich nicht so ganz, ob ich das mag, dass es immer noch so offen geblieben ist bei dem ganzen Gerätsel. Ja, fand ich ein bisschen schade, aber andererseits kann ich auch verstehen, dass es zum Stil des Buches eben auch ganz gut passt. Mr. Panassos Heim für magisch Begabte von TJ Klohn bekommt den Preis für das beste Wohlfühlbuch mit rührenden und humorvollen Aspekten. Linus Baker arbeitet für das Jugendamt in einer Sonderabteilung. Er muss Schulen und Waisenhäuser für magisch Begabte immer wieder einen Besuch abstatten und schauen, ob dort alles nach Vorschrift verläuft. Er nimmt seinen Beruf sehr ernst und ist sehr genau. Es muss alles nach dem Regelwerk dort vor sich gehen. Ansonsten bemängelt er es. Und er bekommt jetzt eine Sonderaufgabe. Er muss nämlich für mehrere Wochen auf eine Insel reisen. Dort ist das Heim für magisch Begabte von Mr. Panassus. Und diese magisch begabten Kinder dort, die sind etwas Besonderes. Und er ist sehr aufgeregt und versteht auch nicht ganz, warum er gerade ausgesucht wurde. Und er soll alles sehr genau unter die Lupe nehmen, denn Mr. Panassus soll wohl nicht alle Regeln so genau nehmen. Und deswegen soll er da
ja, noch mal etwas besser nachforschen. Und er nimmt das natürlich alles sehr ernst und hat sein Regelwerk mit und macht sich auf den Weg. Für ihn ist es ganz neu, denn normalerweise ist sein Alltag sehr grau und sehr eintönig. Und jetzt ist er eben auf dieser Insel am Meer und er möchte natürlich aber keinen Urlaub dort machen. Aber seine Mauern, seine sehr distanzierten Mauern, die er um sich herum errichtet hat, die bröckeln nach und nach, als er dort die Bewohner dieser Insel kennenlernt. Mr. Parnassus ist ein sehr extravaganter und sehr extrovertierter Mann, der ja ganz anders ist als Linus Baker. Er nimmt alles ein bisschen auf die leichtere Schulter, beziehungsweise hat einen viel lockereren Stil. Und auch die Kindererziehung, die dort herrscht, und auch die Kinder selbst, die natürlich auch etwas ganz Besonderes sind. Unter anderem ist doch der Sohn des Teufels zu finden. Und Linus Baker ist da sehr ängstlich und hat natürlich so ein bisschen Angst, was ihm dort blühen kann, aber er möchte natürlich auch seinen Job richtig machen. Und nachher, ja, hat er so mehrere Konflikte, die er innerlich ausfechten muss. Einerseits, was er dort erlebt und was vielleicht auch neue Erkenntnisse für ihn sind. Andererseits eben, was er gelernt hat, was sein Beruf ihm vorschreiben würde. Es ist sehr rührend, die ganzen Kinder kennenzulernen, die Geschichten der Kinder, wie sie dort gelandet sind und auch ja, deren Eigenheiten. Es ist alles ein bisschen verschroben, aber auch sehr liebenswürdig, schrullige Charaktere. Natürlich auch Mr. Parnassus selbst. Und auch Linus Baker, wie der so langsam auflockert, ist irgendwie sehr schön zu sehen. Und auch so seine, ja, mal seine Freude, seine Lebensfreude ein bisschen wiederfindet. Die Liebesgeschichte ist hier sehr, sehr schön eingeflochten in das Ganze. Und wie gesagt, es rührt einen sehr, nicht weil es so traurig ist, sondern eben weil es auch so schön ist, hat aber auch natürlich auch ernste Momente. Sehr humorvoll ist das Ganze geschrieben, ohne dass es albern wirkt. Ich hätte gerne noch mehr von den Kindern und noch mehr von der Welt gewusst. Ja, es wiederholt sich so ein bisschen bei den Büchern, die ich hier zeige, aber insgesamt war es eine wirklich sehr, sehr schöne Wohlfühlgeschichte mit ganz vielen tollen Inhalten, aber auch Aussagen, die einen wirklich treffen und auch ein bisschen zum Nachdenken anregen. Der Wind in den Weiden von Kenneth Graham ist für mich das naturverbundenste Kinderbuch, was ich im Jahr 2021 gelesen habe. Es erhält von mir aber auch den Preis des besten Hörbuchs, denn ich habe es nicht nur gelesen und die Illustrationen angeschaut, sondern eben auch als Hörbuch gehört, gelesen von Harry Rowohlt. Und der hat das so unglaublich gut gemacht. Er hat ja eine so richtig schön tiefe, brummige Erzähler-Märchentonstimme, die einfach sehr gut hier reingepasst hat. Er hat aber auch diesen skurrilen, leicht skurrilen und niedlichen Humor mit hineingebracht. Und es gab außerdem Geräusche, ein bisschen Musik, Soundeffekte, die das Ganze untermalt haben und so ein bisschen hörspielartig gemacht haben, es natürlich auch noch ein bisschen atmosphärischer gemacht haben. Und ja, das war einfach sehr, sehr schön. Auch dieses Buch habe ich in einer kleinen süßen Leserunde gelesen und auch da mochte ich den Austausch sehr. Wir haben alle das Buch für ein ganz tolles Schmuckstück gehalten und auch inhaltlich alle sehr genossen. Und ja, hier geht es um einen kleinen Maulwurf, der Frühjahrsputz macht, aber irgendwie fällt ihm so ein bisschen die Decke auf den Kopf und er möchte raus. Er kann seine eigene Höhle nicht mehr sehen. Er ist aber noch nicht so viel rumgekommen und ist daher auch so ein bisschen ängstlich und mag auch nicht so ganz so weit, ja, so weit entfernt gehen. Irgendwann trifft er aber auf die Ratte und die Ratte, die ist so ein sehr, sehr offenherziger Typ und der hat auch schon so ein bisschen mehr Erfahrung in der Natur und er nimmt ihn so ein bisschen mit in sein Boot und sie fahren auf den Fluss, aber wandern auch ein bisschen umher und haben dort immer wieder tolle Abenteuer erlebt. Es gibt aber auch noch den Kröterich, das ist außerdem ein Freund von der Ratte und irgendwann dann auch vom Maulwurf und der ist ein sehr waghalsiger und auch sehr, ja, wandelmütiger
Kerl, der immer wieder neue Leidenschaften hat und sich dann aber mit Leib und Seele diesen neuen Leidenschaften verschreibt und auch immer so ein bisschen unvorsichtig wird und immer wieder in Schwierigkeiten gerät. Und seine Freunde müssen ihm das dann immer wieder ja sagen und dann auch seine Probleme und den Schlamassel so ein bisschen ausbaden oder ihm dann zur Hilfe kommen. Seine neueste Leidenschaft sind Autos. Also ihr seht, die Tiere werden hier auch so ein bisschen vermenschlicht. So kann man sich halt noch besser in sie hineinversetzen. Es ist so ein bisschen fabelartig, trotzdem aber auch sehr naturverbunden. Wir haben hier es eben viel mit Natur zu tun, im Wald, auf dem Fluss, auf Feldern, und viele verschiedene Tiere kommen vor. Und ja, wir haben auch hier die verschiedensten Jahreszeiten durchweg, die wir dann eben in der Natur verbringen. Und es ist auch eine sehr still erzählte Geschichte, sehr atmosphärisch erzählte Geschichte. Es gibt aber in den unterschiedlichsten Kapiteln, also es ist so, schon so ein bisschen episodenhaft, jede Kapitel erzählt im Grunde ein Abenteuer. Und immer wenn wir den Kröterich treffen, dann wird es immer sehr rasant und auch sehr lustig. Und die anderen sind ein bisschen melancholischer, ein bisschen stiller. Es gibt sogar zwei Kapitel, die auch ein bisschen fantastisch sind, auch ein bisschen poetisch geschrieben werden und auch so ein bisschen zum Philosophieren und Nachdenken anregen. Diese zwei Kapitel werden in vielen Ausgaben dieses Kinderbuchklassikers leider oft rausgekürzt. In diesem Buch zum Glück nicht. Und auch in dem Hörbuch gelesen von Harry Rowohlt ist das nicht weggekürzt gewesen, weil gerade die fand ich großartig. Ich kann mir immer nur vorstellen, dass es weggekürzt wird, weil es nicht so für Kinder nicht ganz so verständlich ist. Aber es gehört für mich einfach zu diesem Buch dazu. Und auch warum ich von diesem Buch so begeistert bin, weil es so viele verschiedene Facetten hier aufruft. Ja, ich hätte es gar nicht so sehr gebraucht, dass die Tiere so sehr vermenschlicht werden. Und hätte es dann doch noch ein bisschen lieber mehrere Kapitel, mehrere Momente, die so ein bisschen noch naturverbundener gewesen wären. Aber letztendlich war es eine lustige Mischung. Und ich fand immer das Detail so lustig. Ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob es im Vorwort oder Nachwort war, wo der Autor erzählt hat, dass der Kröterich so ein bisschen für seinen Sohn steht oder für die Charaktereigenschaften seines Sohnes, der auch immer so ein bisschen launisch war und ein bisschen stur. Und er ist dann halt auch immer in der Geschichte darauf eingegangen, dass der Vater des Kröterichs ja sehr tugendhaft war. Und im Grunde hat er dann ja auf sich selbst angespielt. Und das fand ich sehr humorvoll. Ja, also insgesamt ein ganz toller Kinderbuchklassiker, den ich mir auch noch als zweite Ausgabe geholt habe, weil ich diese Illustrationen, die sehr künstlerisch sind, zwar sehr gemocht habe und ich ja auch gern angeguckt habe, aber manchmal passte für mich die Stimmung nicht so ganz dazu, weil ich es doch ein bisschen bunter und fröhlicher und farbenfroher gesehen habe. Und deswegen habe ich mir noch eine zweite Ausgabe geholt, die aber eben leider diese zwei Kapitel nicht hat. Ja, und deswegen habe ich jetzt diese beiden Ausgaben hier. Ja, so habe ich mir das nicht vorgestellt, aber gut, dann habe ich halt eben diese zwei hübschen Ausgaben hier. Die eine eben so ein bisschen künstlerischer, dafür sind die Bilder nicht ganz so farbenfroh, haben immer so einen leichten Grauschleier darüber, sind dann vielleicht auch ein bisschen ja, realistischer, und das andere ist farbenfroher und ja, vielleicht auch ein bisschen kindgerechter. Wenn ihr euch das für eure Kinder zum Vorlesen holen wollt, würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt diese Ausgabe empfehlen, obwohl das ist die Ausgabe, die eben komplett ist. Also wenn ihr euch entscheidet, würde ich doch die empfehlen. Naja, gut, was ein Hin und Her. Das Jahr der Hexen von Alexis Henderson habe ich passenderweise im Harzurlaub gelesen, und es passte einfach ganz, ganz toll von der Thematik und ich konnte mich da sehr gut hineinfallen lassen. Wir treffen hier auf Emmanuel. Und Emanuel lebt in einer sehr puritanischen, sehr religiösen Gesellschaft, geleitet von dem Propheten. Was der Prophet sagt, ist Gesetz. Die Frauen haben sehr wenig zu sagen, haben sehr wenig Rechte. Männer dürfen mehrere Frauen sich zur Frau nehmen. Und auch der Prophet hat mehrere Frauen.
Und er spricht eben immer vom Recht des Herrn des Lichts. Und wo Licht ist, ist auch Schatten, denn es gibt um diesen Ort herum, Bethel nennt er sich, um diesen Ort herum gibt es den dunklen Wald und dort soll man nicht hineingehen. Blöd ist nur, dass Emmanuel immer so eine starke Anziehungskraft spürt aus diesem Wald und irgendwann läuft auch ihr Ziegenbock weg, den sie eigentlich verkaufen soll und er rennt natürlich direkt in den Wald hinein und sie folgt ihm und irgendwann ja, kann sie auch dieser Stimme in ihr drin nicht widerstehen und möchte wissen, weshalb sie immer wieder ja, von diesem Wald träumt und von diesem so sehr angezogen wird. Sie hat eh eine sehr schlechte Stellung in diesem Ort, denn ihre Mutter war eine Ehebrecherin und ist dann auch wahnsinnig geworden. Und sie ist eben aus diesem Ehebruch entstanden und deswegen wird sie auch immer ein bisschen seltsam beäugt. Und sie ist eben auch ein bisschen anders als die anderen und eine kleine Außenseiterin eben. Und jetzt, wo sie dann auch noch in den Wald hineingeht und dort auf drei Hexen stößt oder die Geister von drei Hexen, die ihr von ihrer Mutter etwas übergeben, nämlich die Tagebücher ihrer Mutter. Und sie liest natürlich da drin und möchte mehr erfahren über ihre Mutter. Und je mehr sie erfährt, desto mehr sieht sie, dass sie wirklich ein bisschen anders ist und sie spürt auch, dass sie eine dunkle Macht in sich trägt, die mit den Hexen und mit dem Wald zusammenhängt. Und immer mehr spitzt sich auch die Situation in dem Ort zu, die sich immer mehr auf Emmanuel eingeschossen haben und sie so ein bisschen seltsam beäugen, dass sie vielleicht doch mit den dunklen Mächten zusammenhängt. Und ihre beste Freundin und einzige Freundin wird dem Propheten als Frau übergeben, was sie noch einsamer macht und sie aber auch noch mehr über diese Gesellschaft nachdenken lässt. Ja, das Ganze hat mich unglaublich beeindruckt. Ich war Emmanuel sehr nahe. Es war zum einen sehr atmosphärisch, was diesen Wald und die Hexen anbelangt, aber es ging natürlich auch viel um diese Gesellschaft und diese Religion, um dieses Puritanische und das Ganze hat er natürlich sehr bewegt. Was ich hier sehr gut fand, war, dass es eben sich nicht immer aufteilt in hell und dunkel, dass es aber auch nicht umgekehrt ist, dass hier nicht die helle Seite das Böse ist und die dunkle das Gute, also dass jetzt hier die Hexen die Guten sind, das so einfach macht es uns die Autorin auch nicht. Und genau das hat mich irgendwie so angesprochen, dass es hier auf beiden Seiten eben auch gute Menschen gibt oder gute Mächte. Und zwischen diesen Seiten steht Emmanuel eben. Ja, das Finale, das fand ich so ein bisschen übers Knie gebrochen. Das war ein bisschen zu schnell und ein bisschen chaotisch erzählt. Ich habe ein bisschen Hoffnung und auch ein bisschen Angst, was den zweiten Teil anbelangt, denn ich habe erst im Nachhinein erfahren, dass es noch einen zweiten Teil geben wird. Einerseits würde ich es schön finden, vielleicht doch noch mehr über die Hexen und über die Vergangenheit zu erfahren, weil das war mir noch ein bisschen zu wenig, weil das war das, was mich hier am meisten gepackt hat. Der Wald, die Hexen und deren Vergangenheit, die Magie, die dahinter steckt. Und da hätte ich einfach gerne noch mehr von erfahren. Mal schauen, ob das uns der zweite Band gibt oder ob der vielleicht was ganz anderes beleuchtet oder dann einfach in der Geschichte weiter verläuft. Wir werden sehen. Auch fand ich es cool, dass hier Emmanuel dann irgendwann einen Gefährten zur Seite gestellt bekommt, der ausgerechnet der Sohn des Propheten ist oder ein Sohn des Propheten. Ich weiß gar nicht, ob der hat bestimmt mehrere Kinder gehabt. Ja, das hat das Ganze natürlich noch konfliktreicher gemacht und dadurch, dass ich dann auch noch im Harz das Ganze gelesen habe, natürlich spielte das jetzt nicht im Harz, aber Hexen sind ja nun mal die Wesen, die im Harz vorherrschend sind überall und deswegen konnte ich die Atmosphäre hier auch sehr, sehr gut genießen. Ja, dieses Buch wird ja sehr zwiespältig angesehen. Viele fanden das ja ganz, ganz schlecht oder eine ganz große Enttäuschung. Das habe ich so nicht empfunden. Für mich war das wirklich ein 4-Sterne-Buch, was mir sehr gut gefallen hat. Aber wie gesagt, ich hätte gern noch mehr von den Hexen und von dem Wald erfahren und in diesem Setting hätte ich gerne noch ein bisschen mehr die Zeit mit Emmanuel verbracht und das Ende war mir ein bisschen zu schnell, zu chaotisch und
zu ausufernd. Nee, nicht zu ausufernd, sondern es ist ein bisschen ausgeufert, was da alles passiert ist. Wilde Reise durch die Nacht von Walter Mörs teilt sich so ein bisschen den Preis für das speziellste Buch im Jahr 2021. Ich finde, es ist mit das einfallsreichste und auch das Buch mit der interessantesten Entstehungsgeschichte. Walter Mörs kennt man ja von seinen Zamonien-Romanen und ich habe auch bereits alle seine Zamonien-Romane gelesen und das war das einzige Buch, der einzige Roman, der mir noch fehlte, den ich noch nicht in meiner Sammlung hatte und den ich eben noch nicht gelesen habe. Bis auf seine Comics, die habe ich jetzt noch nicht gelesen, interessieren mich aber auch nicht ganz so stark. Ja. Und ich wusste nur, dass dieses Buch eben nicht zu seinem Zamonien-Zyklus gehört. Hier hat er ja einen ganz anderen Kniff angewendet und daraus eine ganz eigene Geschichte gemacht. Gustave Doré war ein berühmter französischer Maler, Künstler, Illustrator. Ich kannte ihn vorher nicht, aber er war wohl in der Kunst eine ziemlich große Nummer. Und dieses Buch ist im Grunde eine Hommage an ihn. Denn Walter Mörs hat hier nicht selbst illustriert, sondern er hat die Illustrationen oder Bilder von Gustave Doré genommen und daraus eine Geschichte gesponnen. Und er war eben dafür, dass Gustave Doré viel zu sehr in Vergessenheit geraten ist und es viel zu wenig Bücher gibt, in denen seine Bilder abgebildet werden. Und er wollte eigentlich einen Kurzgeschichtenband draus machen, also zu jedem Bild eine Geschichte schreiben. Dann ist daraus aber eine einzige Geschichte geworden und das ist eben ja das Ergebnis. Das Buch ist schon ein bisschen älter, ich glaube, es ist 2001 erschienen, aber dennoch wirklich sehr zu empfehlen. Diese Ausgabe gibt es nur noch gebraucht. Ich wollte aber genau diese haben, weil sie eben auch einen silbernen Buchschnitt hat, jedenfalls hier oben, bisschen eingestaubt, hier unten nicht. Aber trotzdem ein sehr, sehr schickes Buch. Ich glaube aber, neu zu kaufen gibt es das noch als Taschenbuch. Und natürlich die Illustrationen sind auch dabei. Auch immer eine ganze Seite. Und eben von Gustave Doré. Ja, und auch unser Protagonist heißt Gustav. Das ist sicherlich kein Zufall. Allerdings ist er hier noch kein Illustrator und auch noch kein erwachsener Mann, sondern ein Junge von 12 Jahren. Und wir treffen ihn im ersten Kapitel auf einem großen Schiff. Er ist der Kapitän und er gerät in einen großen Wirbelsturm, beziehungsweise ist ein Zwillingstornado, die auf ihn zukommen. Und die gesamte Mannschaft kommt um. Nur er hat überlebt. Und dann bekommt er Besuch vom Tod. Vom Tod und von seiner verrückten, wahnsinnigen Schwester. Und der Tod sagt: Du hast mich um deine Seele betrogen, nämlich eigentlich solltest du auch tot sein. Deswegen komm mal rüber ins Totenland und gib mir deine Seele. Damit ist natürlich Gustav überhaupt nicht einverstanden und sagt, nee, ich möchte weiterleben. Und dann handeln sie eine Wette oder einen Handel aus. Und zwar soll Gustav in einer Nacht 6 Aufgaben bestehen und dann darf er weiterleben. Und ansonsten bekommt der Tod seine Seele. Und diese Aufgaben sind natürlich nicht so ganz einfach und der Tod hat natürlich so einige Fallstricke eingebaut, denn es gibt zum Beispiel Aufgaben wie er soll die Namen von 6 Riesen erraten oder er soll eine Jungfrau vor einem Drachen retten. Das Problem ist nur, dass diese Jungfrau nicht so unschuldig ist und nicht so hilflos ist, wie Gustav sich denkt und vielleicht auch gar nicht gerettet werden muss oder will. Und da muss er natürlich überlegen, wie soll ich denn diese Aufgabe überhaupt bewältigen, wenn die gar nicht gerettet werden braucht. Ja, und sowas gibt es natürlich viel in diesen Aufgaben, dass es alles anders ist, als es scheint. Jedes Kapitel hat eine andere Episode, deswegen schon sehr episodenhaft erzählt, aber in sich ist es nachher dann doch eine runde Sache. Man hat zum Schluss auch noch so mal ein paar Aha-Effekte, die am Anfang aufgekommen sind und angedeutet wurden und zum Schluss man dann versteht, was damit gemeint wurde. Es ist eben sehr speziell. Es ist schon irgendwie so eine Traumreise, wilde Reise durch die Nacht heißt es ja auch. Und die, ja, Illustrationen, die machen natürlich auch noch
ganz viel Wirkung. Und ich finde auch nicht, dass man merkt, dass es irgendwie willkürlich dazu eine Geschichte geschrieben wurde, sondern man könnte sich schon denken, dass diese Illustrationen auch zum Buch irgendwie gemalt worden sind, gezeichnet worden sind. Was ich auf jeden Fall noch dazu empfehlen möchte, ist, wenn man das Buch gelesen hat, sich dann auch die Essays von Walter Moers dazu durchzulesen. Die findet man im Internet. Gar nicht so einfach zu finden. Ich habe sie, glaube ich, damals gefunden, als ich den Wikipedia-Artikel von diesem Buch hier aufgemacht habe. Und unten stehen ja immer noch so Verlinkungen. Und da wurden, glaube ich, auch die Essays verlinkt von Walter Moers. Und da ja, spricht er eben über die Entstehungsgeschichte, warum er gerade dieses Buch hier schreiben wollte und was er so toll fand an den Illustrator. Aber er spricht auch so ein bisschen über die Buchbranche, über die Verlagsbranche, warum ja dieses Buch genau dieses Format haben musste und warum nicht kleiner oder größer. Also da steckt so sehr viel drin und das macht das irgendwie noch besonderer, wenn man diese Essays dann noch gelesen hat und die Entstehungsgeschichte und seine Gedanken dazu. Ja, und die Hommage ist natürlich geglückt. Vorher hätte ich den Künstler nicht gekannt und so ist er irgendwie so ein bisschen näher gerückt. Und ich finde seine Illustration auch wirklich ganz toll, auch fantastisch, sehr detailliert auch. Ich kann euch ja doch auch nochmal was zeigen. Düster natürlich auch zum Teil. Ja, und da hat Walter Moers eine schöne, fantastische Reise durch die Nacht gezeichnet mit Worten. Und ist jetzt natürlich nicht mein Lieblingsband von ihm, aber trotzdem bin ich froh, es jetzt auch gelesen zu haben. Und somit die Sammlung komplett ist, auch wenn ich natürlich sehr traurig bin, weil ich jetzt nichts habe mehr, was ich von ihm lesen kann, wenn er nicht endlich mal was erscheinen lässt. Es wurde ja schon viel angekündigt, aber diesen Ankündigungen kann man ja leider einfach nicht trauen, weil sie dann meistens nicht stimmen oder dann doch nichts erscheint. Ja, weiterhin Daumen drücken ist angesagt. Die stillen Gefährten von Laura Purcell, noch ein Buch aus dem Fester Verlag, ist für mich das beste Grusel- bzw. Spukbuch im Jahr 2021 gewesen. Nicht nur die Optik ist wunderschön mit diesem goldenen Buchschnitt, mit dem goldenen Lesebändchen, diesem ganz tollen Vorsatzpapier und dem tollen Cover, sondern auch der Inhalt hat einfach Spaß gemacht. Der Untertitel sagt es schon, es ist eine viktorianische Geistergeschichte und es mutet auch sehr an wie ein klassischer Horrorroman, denn es ist doch sehr auf Atmosphäre und auch sehr auf subtilen Horror und Grusel ausgelegt, nicht irgendwie mit viel Blut und mit viel Action. Wir haben es hier mit drei verschiedenen Erzählsträngen zu tun. In zweien treffen wir auf Elsie. Einmal ist es die Rahmenhandlung. Wir treffen auf Elsie in einem Krankenhaus. Sie kann sich an nichts mehr erinnern. Sie soll irgendwas getan haben, aber sie kann auch ihre Geschichte nicht erzählen, weil sie nicht mehr redet, weil sie einfach so traumatisiert ist und auch einfach glaubt, dass niemand ihren Worten irgendwie Gehör schenkt und sie wahrscheinlich auch als Lügnerin dargestellt wird. Aber ihr werden Stift und Papier gegeben und sie schreibt ihre Geschichte auf. Und dann bewegen wir uns dann eben in die nächste Erzählperspektive. Ich glaube, im 19. Jahrhundert spielt ihre Erzählperspektive, als sie frisch verheiratet, aber doch schon als Witwe auf einen großen Landsitz zieht von ihrem verstorbenen Ehemann. Und dort ist sie erstmal empört, was für ein Zustand dieses Haus hat. Es ist zwar groß und ehrwürdig, aber sehr verstaubt und heruntergekommen. Sie will da erstmal klar Schiff machen, auch für ihr Neugeborenes bzw. ihr Kind, was noch sich in ihrem Bauch befindet, will sie natürlich ein schönes Heim schaffen und für sich selbst auch. Doch sie hört in der Nacht immer seltsame Geräusche. Und die kommen vom Dachboden und der Dachboden ist abgesperrt, keiner findet den Schlüssel. Doch irgendwann öffnet sich diese Tür und sie kann auf den Dachboden nach dem Rechten schauen. Sie denkt, das ist irgendein Ungeziefer, was sie da irgendwie erstmal vertreiben muss. Aber sie findet dort ganz viele Möbel und ganz viele Dokumente von der alten Familie, die dort gewohnt hat. Aber auch Tagebücher findet sie dort. Und was das Besonderste ist, es gibt Holzaufsteller,
in Form von Menschen, also so Menschenholzaufsteller. Das sind die stillen Gefährten. Sie sind sowohl verängstigt als auch fasziniert von diesen Holzaufstellern und nehmen sie erstmal mit nach unten und wollen mehr darüber erfahren. Und sie lesen natürlich auch die Tagebücher, was damit den dritten Erzählstrang hier mit hineinführt. Das ist denn 200 Jahre vorher, also somit dann im 17. Jahrhundert, wo es dann auch um die Familie geht, die dort gelebt hat. Und die Mutter und ihr eines Kind, die werden so ein bisschen seltsam beäugt und sind als Hexe verschrien, haben irgendwie mit dunklen Mächten zu tun, glaubt man jedenfalls. Und ja, diese Stränge greifen dann immer mehr ineinander. Wie gesagt, sehr subtiler, atmosphärischer Grusel. Ich liebe ja diese großen viktorianischen Häuser mit verschiedenen Zimmern, mit Holzverzierungen und Türmchen und verschiedenen Fenstern. Also ich liebe das und habe da einfach sehr, sehr gerne die Zeit mit verbracht und mich ja schaurig schön gegruselt. Und auch die Auflösung nachher fand ich interessant. Ich hätte aber gerne mehr über die stillen Gefährten erfahren, weil die waren mir nachher ein bisschen zu blass und ich habe es nicht ganz verstanden, woher der Grusel nun herrührt. Das hätte ich gerne noch ein bisschen mehr aufgeklärt gehabt. Aber insgesamt ein richtig tolles, schaurig schönes Haunted House Buch. Das zweitbeste Buch im Jahr 2021 ist auch das schönste. Und auch, glaube ich, das Größte, was ich in diesem Jahr gelesen habe. Und zwar ist es Die Hüterin der Drachen von Curatoria Draconis und Tomislav Tomic, der hier die Illustration zugegeben hat. Und ja, Geschichte sowie auch Illustrationen spielen hier wunderbar miteinander und sind auch beide gleichwertig wichtig, finde ich. Wenn nicht sogar die Bilder noch ein bisschen wichtiger sind. Es dreht sich hier nämlich um eine Drachenarche, die Welt bereist und immer nach den Drachen schaut, ob es ihnen gut geht und sie erforscht. Und falls sie in Gefahr sind oder bedroht oder krank, dann bietet die Arche für diese Drachen auch ein Zuhause. Gleichzeitig ist die Drachenarche auch auf eine Mission, denn es gibt noch einen Drachen, den sie noch nicht erforscht und entdeckt haben. Und um diesen ranken sich viele Mythen und Sagen, das ist der Himmelsdrache. Und im Laufe der Reise um die Welt, wo wir dann mehr und mehr verschiedene Drachen kennenlernen, bekommen wir auch immer mehr Hinweise, wo der Himmelsdrache gesehen worden ist und ja, wie man ihn vielleicht dann doch entdecken könnte. Die wollen einfach nur schauen, ob es ihm gut geht, ob es ihn überhaupt gibt und sind erfahrene Forscher. Wir als Leser werden angesprochen als Lehrling, die eben auf dieser ja, Arche quasi eingelernt werden und somit wird der Leser mit in die Geschichte hineingeholt. Es ist sehr naturverbunden, obwohl natürlich Drachen fantastische Wesen sind, hat man das Gefühl, dass hier sehr viel an Umwelt gedacht wird, aber auch an Tiere, die bedroht werden und vielleicht auch erhalten werden sollen. Und da hat man irgendwie das Gefühl, dass es da so ein bisschen anknüpft, obwohl das natürlich fantastische Wesen sind, aber kann man das sehr gut überleiten in unsere Tierwelt und Pflanzenwelt. Und ja, dieser Entdeckergeist, dieses Abenteuerliche hat natürlich sehr viel Freude gebracht. Und ich würde empfehlen, nicht zu viel vorauszublättern, sondern wirklich das Umblättern jedes Mal eine Entdeckungstour ist. Und ich zeige euch deswegen auch tatsächlich nur am Anfang hier einmal die Arche mit den verschiedenen ja, Drachen, die hier gerade aufgenommen worden sind. Wie so ein Wimmelbuch, ne? Aber halt auch ein Drache will ich euch zeigen. Hier ist, glaube ich, der Unterwasserdrache. Also in den verschiedensten Ecken der Welt befinden wir uns dann und entdecken die verschiedensten Drachen. Und zum Schluss ist das irgendwie nochmal so ein, ja, so ein Gänsehautmoment, als denn der Himmelsdrache tatsächlich dann natürlich irgendwann entdeckt wird. Und ja, einfach wunderschöne Illustrationen, wo man viel entdecken kann, wo man ehrfürchtig ist vor diesen schönen Wesen und viel Wissenswertes dann noch gesagt bekommt, als würden sie tatsächlich existieren. Für jeden Drachenfan ist das was, aber auch für jeden, der
irgendwie so einen Forschergeist hat und sich für Tiere und Umwelt interessiert. Ja, ein wirklich wunderschönes Highlight. Und nun kommen wir zum besten Buch der Besten. Das Jahreshighlight, was mich am meisten mitgenommen, mitgerissen, fasziniert, verzaubert hat. Auf verschiedenen Ebenen. Und deswegen kann es auch nicht nur einen Preis bekommen, sondern bekommt einfach den Preis des besten Buchs, weil es auf der sprachlichen Ebene, aber auch die Atmosphäre, die Settings, alles perfekt und toll, und das möchte ich euch jetzt einmal vorstellen. Ich habe es euch natürlich irgendwann im Laufe des Jahres schon vorgestellt und euch schon gesagt, dass es wahrscheinlich in den Jahreshighlights wieder oder ganz wahrscheinlich in den Jahreshighlights wieder auftauchen wird, in den obersten Positionen. Es ist jetzt auf Platz 1 gewandert, geht gar nicht anders. Das Sternlose Meer von Erin Morgenstern ist einfach wirklich ein Meisterwerk für mich gewesen. Ich habe es mit der lieben Franzi vom Kanal Tintenkrähe zusammen gelesen. Das hat es natürlich auch besonders gemacht und wir waren beide davon so begeistert. Es war für uns auch das erste Mal, dass wir ein Buch zusammen gelesen haben, und ich finde, wenn man zu zweit ein Buch liest, macht es das Ganze noch ein bisschen intensiver. Wir haben uns auch wirklich Zeit gelassen dafür. Und ach, es war so wunderschön. Es geht hier um Zachary. Zachary ist Student und er schreibt gerade an seiner Masterarbeit über Computerspiele. Aber er kommt nicht so richtig voran und versteckt sich hinter den Büchern. Er leiht sich immer ganz viele Bücher in der Bibliothek aus und versteckt sich in sein Zimmer und liest und liest und liest. Und eines Tages entdeckt er ein Buch in der Bibliothek, was keinen Autor aufweist und auch sehr schlicht daherkommt, keinen Umschlag. Und ja, es ist eine Kurzgeschichtensammlung quasi. Und irgendwie spricht es ihn an und er nimmt es mit und er denkt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Diese eine Kurzgeschichte handelt von mir. Das ist so eine ganz kleine Episode aus seiner Kindheit gewesen, so ein kurzer Moment. Und diese Erfahrung hat er nie geteilt, hat nie jemanden erzählt. Und diese Erfahrung, diese Erinnerung landet auf einmal in diesem Buch und er liest davon. Er liest natürlich auch die ganzen anderen Kurzgeschichten und denkt sich, wo ist denn da der Zusammenhang? Also scheinbar gibt es da überhaupt keinen Zusammenhang. Es sind einfach nur kleine Momente von verschiedenen Leuten und er hat da irgendwie auch eine Rolle drin. Und er versucht natürlich jetzt herauszufinden, was es mit diesem Buch auf sich hat, wer ist der Autor und wie ist dieses Buch in die Uni-Bibliothek gekommen, und irgendwie scheint das Buch mal gespendet worden zu sein mit anderen Büchern. Und er fängt an zu recherchieren und landet dann irgendwann bei einem Literaturball und dort glaubt er, mehr Hinweise zu bekommen. Und auf diesen Literaturball trifft er dann wieder neue Personen, bekommt dann neue Hinweise. Und irgendwann landet er dann auch an diesem komischen Ort, das Sternlose Meer. Ich kann nicht mehr verraten, weil man das einfach selbst entdecken muss. Ich kann nur sagen, dass hier ganz viele Geschichten in der Geschichte, in dem Buch vorhanden sind. Und trotzdem, und da hatte ich halt so auch so vorher so ein bisschen Angst, dass das vielleicht nicht gegeben ist, aber doch, es gibt ihn, den roten Faden und diese runde Geschichte insgesamt. Zachary ist einfach ein ganz toller Protagonist. Er ist so richtig schön nerdy. Er liebt Computerspiele, studiert das ja sogar, und liebt Bücher. Er ist eher introvertiert. Und man kann sich sehr gut in ihn hineinversetzen, wenn man eben auch so ein bisschen nerdy ist. Und ich denke mal, dass jeder irgendwie eine Literaturanspielung hier entdecken wird, wenn nicht sehr, sehr viele. Und ich habe das einfach geliebt. Ich habe es geliebt, wenn er mit seinen Kommilitonen, mit seinen Freunden über Computerspiele gefachsimpelt hat, aber auch über Geschichten, über die Erzählperspektive. Und dieser Literaturball alleine, ich wäre am liebsten dort gewesen. Ich wäre am liebsten an vielen Orten gewesen, die hier erzählt worden sind. Und diese Geschichten, die er liest, dieses Buch, das er in der Bibliothek gefunden hat, das ist eben auch in diesem Buch hier abgedruckt. Also die Geschichten lesen wir als Leser auch. Und es gibt auch noch weitere Bücher, die eine Rolle in diesem Buch spielen. Und auch diese Geschichten oder ein paar Kapitel aus diesen Geschichten sind hier abgedruckt. Und das macht dieses Buch einfach aus. Es ist sehr symbolisch, es ist sehr märchenhaft, es ist sehr verworren. Es gibt immer wieder verschiedene Hinweise und Symbole, die sich wiederholen. Zum Beispiel Schlüssel oder Bienen oder Honig.
sind Sachen, die sich immer wieder wiederholen. Er gerät so dadurch, dass er recherchiert, gerät er halt aber auch ein bisschen in Gefahr, weil irgendjemand dann auf ihn aufmerksam wird, weil man merkt, dass er recherchiert und es scheinbar sehr geheimnisvoll und sehr gefährlich ist, darüber mehr zu wissen. Und er begegnet halt den verschiedensten Personen, die ihnen entweder wohlgesonnen sind oder sehr rätselhaft sind. Und das Ganze ist natürlich sehr magisch. Ja, ich habe während des Lesens viel recherchiert über Symbole, über Göttergestalten, über das Schicksal, der Zufall. All das spielt hier irgendwie eine Rolle. Und das Einzige, wo man hier so ein bisschen warnen muss, ist, dass man teilweise doch ein paar Fragezeichen im Kopf hat und doch ein bisschen verwirrt ist und es nicht eindeutig ist. Auch das Ende ist nicht super eindeutig. Es gibt zwar eine gewisse Auflösung, aber es bleibt vieles halt dem Leser offen, wie er das Ganze interpretiert. Und das ist sehr, sehr schwer. Dennoch habe ich mich noch lange nach der Lektüre dieses Buches mit verschiedenen Theorien rumgeschlagen und habe nachgelesen. Und das macht natürlich auch ein gutes Buch aus. Auch, dass man das Buch nochmal lesen könnte und nochmal lesen könnte und noch mehr entdecken würde, um das Buch vielleicht noch besser zu verstehen. Ich habe das Buch auch in der englischen Variante nochmal gekauft. Nicht unbedingt, oder vielleicht irgendwann, aber ich glaube eher nicht, um es zu lesen, nur weil ich es so wunderschön fand. Die andere Ausgabe ist noch ein bisschen schicker als die deutsche, finde ich. Und ja, deswegen hatte ich mir das gekauft. Vielleicht auf Englisch zu lesen, das ist mir vielleicht ein bisschen zu komplex. Auf Deutsch fand ich es ja schon komplex. Ja. Es ist für jeden Nerd etwas dabei. Wer märchenhafte und poetische Sprache mag, sollte das auch auf jeden Fall sich anschauen. Wer Bücher liebt, also Geschichten liebt, der muss dieses Buch lesen. Aber auch so ein bisschen, es sind schon ein paar verrückte Settings, so ein bisschen skurrilere Settings, die nicht vergleichbar sind. Also ich finde auch, dieses Buch kann ich einfach nicht in irgendein Untergenre der Fantasy einsortieren oder mit irgendeinem Buch vergleichen. Ja, es ist halt einfach so etwas Besonderes. Und dieses Buch werde ich sicherlich nochmal lesen und dann wieder dran verzweifeln, weil ich nicht ganz genau verstehe, was alles das für Symbole sind. Aber einfach auch in dieser Atmosphäre und in dieser tollen Sprache zu schwelgen. Und wahrscheinlich gibt es hier noch viel mehr Anspielungen auf ja, die verschiedensten Klassiker, die ich noch gar nicht entdeckt habe. Was ich hier eben schön fand, war, dass nicht so die typischen Anspielungen nur genutzt worden sind, sondern auch mal andere Bücher eine Rolle gespielt haben. Also es gibt zwar auch Harry Potter und Alice im Wunderland Anspielungen, aber auch das Bildnis des Dorian Gray, Game of Thrones, also waren schon viele bekannte, aber auch so ein paar, die nicht so bekannt waren. Und ich habe jetzt ein Zitat, was ich euch noch gerne vorlesen wollte, weil da geht es so ein bisschen darum, ob Zachary religiös ist oder spirituell. Und er denkt so ein bisschen darüber nach und antwortet dann, spirituell, aber nicht religiös, erklärt Zachary. Und dann denkt er so ein bisschen drüber nach. Er spricht nicht aus, was er denkt. Dass seine Kirche daran besteht, mit angehaltenem Atem Geschichten zu lauschen. Aus nächtlicher, ohrenbetäubender Musik und aus wildem Geklicke beim Kampf gegen den Endbus. Dass seine Religion unter dem Schweigen von frisch gefallenem Schnee liegt. In sorgfältig gemixten Cocktails in den Seiten eines Buchs, irgendwo zwischen Anfang und Ende. Ja, alleine dieses Setting, wie er das so erzählt, ach, es ist einfach wunderschön. So, und das war jetzt das Highlight, besser geht nicht mehr und deswegen ist jetzt auch das Ende dieses Videos angelangt. Mich interessiert natürlich brennend, was eure Highlights im Jahr 2021 waren und ob ihr vielleicht das eine oder andere Buch, das ich euch jetzt hier vorgestellt habe, vielleicht auch gelesen habt und es vielleicht ganz anders seht und es für euch ein Flop war oder ob ihr vielleicht es auch so genossen habt. Ja, lasst uns da gerne in den Kommentaren drüber reden und vielleicht habe ich euch ja auch den einen oder anderen Tipp gegeben und das Buch jetzt auf eure Wunschliste wandern lassen. Und da würde ich mich natürlich sehr drüber freuen. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut! Ciao, ciao!